Hi zusammen, ich grüße euch. Schön, dass Sie wieder da sind. Heute zeige ich euch die Blender-Kamera und die Blender-Kamera an sich. Also, wir haben schon ein Projekt hier gemacht und ich möchte euch einfach die Ansichten ganz genau zeigen. Also, wenn Sie momentan unsere Ansicht, die Kamera ist vorne und wir haben unsere orthogonalische Ansicht auch angeschaltet. Und wenn wir das ändern wollen, haben wir die Möglichkeit, entweder machen wir mit unserer Tastenkürzel oder wir gehen einfach auf Ansicht. Dann können wir einfach unsere Kamera hier, das ist einfach die Objekte von unserer Kamera. Wir können die Kamera zum Beispiel links, rechts, hinten, vorne, unten, oben auch die Kamera ausmachen. Und wenn wir zum Beispiel, wir beginnen einfach, die Kamera ist momentan vorne, wie Sie auch hier sehen. Wenn wir die Sachen zum Beispiel die Kamera an sich nach hinten ändern wollen, dann haben wir die Möglichkeit, entweder gehen wir einfach sofort auf unser Menü und drücken wir hier, oder wir haben die schnellste Möglichkeit mit unserer Tastenkürzel einfach mit der Steuerungstaste und S und 1 einfach zu drücken und sofort wird es geändert, wie Sie auch sehen. Und wir sind momentan hinten, Sie sehen hier, die Kamera steht hinten und es steht auch da. Wenn Sie zum Beispiel ändern wollen, Sie können zum Beispiel von hinten nach links auch drehen, wie Sie wollen. Also links ist einfach mit Tastenkürzel, Steuerungstaste plus 3 und dann drehen Sie und es ist jetzt links und so sieht es einfach aus und so können Sie einfach die Sachen ändern. Oben sieht es so aus und das Projekt sieht nach unten so aus und es sieht vielleicht nach vorne. Nach vorne muss ich nochmal machen. Also nach vorne sieht es so aus und wir haben die Möglichkeit nach hinten auch zu drehen und nach links und rechts haben wir auch die Möglichkeit, das ist jetzt, die Kamera ist jetzt rechts und wir können links einfach auch drücken und so sieht es einfach aus. Und Sie können immer und immer wieder die Ansichten der Kamera einfach ändern, wie Sie einfach hier sehen und natürlich können Sie auch die Ansichten auch hier ausrichten, wie Sie wollen. Ich werde euch in dem nächsten Video nochmal genau zeigen, wie Sie dieses Menü auch benutzen können. Also, und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nicht nur die Kamera auch zu ändern, sondern das Objekt auch zu ändern, die Ansicht des Objektes einfach auch zu ändern. Und ich werde euch nochmal genau zeigen, hier haben Sie diese Möglichkeit, nicht nur die Kamera zu drehen, sondern das Objekt selbst zu drehen, also ohne die Kamera. Und ich werde euch nochmal genau hier zeigen. Sie können auch zoomen, verschieben, scrollen, drehen, wie Sie einfach haben wollen. Und ich werde euch in dem nächsten Video genau zeigen. Bleiben Sie einfach dran. Ich freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen. Und freue mich einfach, dass Sie immer dabei sind.